Boah, ist auch winnable, aber ist halt immer noch nicht so geil. Naja, wir haben 3 von 4 Games heute gewonnen. War unsere erste Niederlage. Ist alles in Ordnung. It's okay. It's okay. Ist alles in Ordnung. Mein Mental ist nicht verkauft. Das Leben lebt sich und es wird weitergehen. Wir spielen eine Runde Bildle und Flex mit unserem dicken Gehirn. Oh, das ist ein umgedrehtes Item. Aber welches? Warden's Mail? Glaube ich eine Rüstung, no? Could be Warden's Mail. Aber nee, Warden's Mail ist es nicht. Es ist ein Brustpanzer. Ist das Gargoyles? Aha, Holkin Loy mit seinem dicken Gehirn. Das ist ein Lost Chapter Item vielleicht? Nein. Lost Chapter, Blasting Wand, Ludens Echo. Mir fällt nur das ein. Oh, bitte, bitte, alles first try. Oh, ich bin so fucking gut. Winged Moonplate. Bitte kein Support-Item heute, sonst weiß ich es wieder nicht. Okay, es ist ein Legendary oder Mythic-Item. Leben, Movement Speed und hat eine Passive, aber es hat noch mehr als eine Passive. Also eine Passive und eine Aktive. Was dafür spricht, dass es mehr Sachen hat. Also probably Mythic-Item. Zum Beispiel Stridebreaker hat eine Aktive, gibt Leben, gibt Movement Speed und ist mehr als Epic, ist mehr als 800 Gold. Stridebreaker kommt in Frage. Okay, es kommt gerade rüber, als hätte ich es heute Nacht nachgeguckt. Ich schwöre, ich habe nicht nachgeguckt. Ich kann es euch gleich beweisen. Ich bin gerade wirklich am Smurfen. Cloth Armor. Alter, ich bin gerade legit am Smurfen. Imposter? Ja, I mean, obviously Last Whisper ist der Imposter. Oder nee. Essenstüber ist der Imposter. Das ist real, das. Hey, ja, und Price Game? Okay, das ist 3200 Gold. Da muss ich nicht mal nachdenken. Alles first try? LOL. Ich schwöre so, ich habe nicht gecheatet. Ich habe nicht gecheatet, denn wenn ich cheaten würde, dann würde ich in dem Browser hier, habe ich noch nicht einmal in meinem Leben Bilde gespielt. I swear, by the way. Hier, ich habe noch nie in meinem Leben, ich habe es nicht geguckt, sieh? I didn't, chat. Actually einfach gesmurft. Das war einfach ein guter YouTube-Short-Moment, würde ich sagen. Auch mal reinnehmen, Xitraxi. YouTube-Short, auch mal arbeiten. Da musst du auch mal die Nacht durcharbeiten, du Arschloch. You're fine. You're not really fine. Oh, Master Jojo. Okay, Chat, ich will euch auch nicht langweilen. Ist jetzt 5 Runden in Arthrox, ist vielleicht nicht interessant, no? Aber Arthrox ist schon erotisch. Er hat eine sehr erotische Schwungmasse, ähnlich wie Gragas. Sollen wir deswegen Gragas spielen? 10th Pick Toplane kriegen wir so oder so nicht. Ist useless zu swappen. WhatsApp-Tap-Cange. Traxi, lass bitte endlich los. Es wird kein WhatsApp-Tap-Cange geben. Wirklich nicht. Es ist zu Ende. Lass los und hör auf, darüber nachzudenken. Oder eine Runde Jaisse. Das wäre doch nice. Hoppa, wir werden halt 10th Pick. Okay, wir picken Jace. Und wenn das Matchup nicht kommt, dann Playable, spielen wir Jace, okay? Und wenn nicht, dodgen wir und spielen Aatrox auf einem anderen Account. Deal? Handshaken drauf, Chat. Hey, wird der True Damage von Vayne W durch Exhaust verringert? Nein, es gibt keinen Effekt im Spiel, der True Damage verringern kann. Es gibt Schildeffekte, die halt, wo halt das Schild abgezogen wird. Aber es gibt keinen Effekt, der Boneplating verhindert. Keine Alistar Ult, keine Damage Reduction von Irelia W, kein Exhaust. Boneplating verringert den Schaden, weil es als Schild zählt. So, wird es eine Irelia oder wird es etwas anderes, saftiges, süßes? Lieber 10th. Ein Orn. Ein Horny. Bruder, gib mir. Horny, auch ein Aatrox zu auffallen. Aber ist nicht so fun. Orn wäre mehr fun. Das Matchup ist jetzt ein bisschen härter und weniger fun. Hast du euch einen Shop, Tolkien? Der Merch-Shop ist gerade wieder offline. Der kommt vielleicht am Ende Januar wieder online oder Ende Februar. Ende Frühling, Bruder. Kein Monat. Bisschen greedy, Mercs nicht, Tabis nicht früh gehen zu wollen gegen Tara, gegen Master Yi und gegen Aatrox. Tabis sind sehr, sehr OP. Aber ehrlich gesagt, das Matchup ist eh flippy. Wenn er zu Tabis kommt und wir sind even, habe ich verloren. Dann gewinnt er ziemlich einfach. Ich muss ihn davor bullieren. Tolkien, Toplane und Augenring-Name. Guck mal, Chat. So sehr wird euer Stream mit Augenring assoziiert. Dass nur das reicht, damit Bart genau weiß, was Sache ist. Er der Augenringe durch und durch. Ja, es gibt auch bessere Jade-Spieler, die einfach E-Level einstarten und damit einfach outspacen. Sowohl die Minions als auch den Champion des Feindes. Richtig OP. Aber ich bin honestly nicht gut genug dafür. Die beste Art und Weise, Jace zu spielen, I think, ist eh Start in sehr vielen Matchups. Also einfach crazy Spacing dann. Ja, also wer spielt das Master Yu da? Er hat so hart 1-1 gewonnen, aber ich weiß, dass Master Yi da ist, so wie er spielt. Die Frage ist, respekt ich? Denn aktuell respekt ich ist 0. Wenn er kommt, bin ich tot. Ja. Da ist er. Okay, lass versuchen, 1-2-1 zu traden. Ein paar Minutes verloren und halt 1-2-1 nicht geschafft. Der Typ war ein HP, aber immerhin kein Assist an Master Yi gegeben. Er setzt mich trotzdem jetzt sehr far behind im Game, auch wenn die Wave gut für mich ist. Ärgerlich, aber nicht komplett terrible. Das Schlimmste ist mein Reset. Double Longsword ist in dem Matchup weit mal am besten oder halt 1050 Gold Reset, Double Longsword Tränen und sowas. Aber jetzt nur mit Tränen zurückzukehren ist halt schon. Ich bin basically jetzt in keine Minion. Ehrlich, damit ein Match überlebt hat. Ich war direkt geflasht und dann direkt geweht. In der Hoffnung, dass Sword Attack Reset noch durchkommt, aber it didn't. Aber ja, die Wave ist bei mir. Ich habe die Pete Vantage. Ich kann durchaus noch einen Vorteil aufbauen. Ärgerlich, dass ich nicht früher auf Arthos einfach gegangen bin, weil ich ihn da easy killen kann. Wenn ich hier meine E benutze und dann Auto-Attacke, die Möglichkeit geben, euren Spell zu dodgen. Bin geil hinter ihn gesteppt. Natürlich verliere ich gerade jeden Trade, aber ich gewinne auch jeden Trade, denn ich habe die Pete Vantage.
haben, Junge. Oder Big Victories. Und ein bisschen Greed. Weil fährt an mich. Er hat kein TP, MTP war. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja so geil schon wieder. Look at this wave, die er verliert. Ich kann noch eine Plattform draufnehmen. Wir haben doppeltes CS. Da ist Master Jojo. Das ist nicht so geil. Ach, er kriegt. Top Div! 5 Kill Master je. Top Div, 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 Top Div. Ich bin schlechter, ich stinke und ich muss besser riechen. Chase doch weiter, du Arschloch. Warum hast du nicht weiter gechased? Der wird doch tot. Ich bin nicht sauer, ich bin frustriert. Kein Problem, ich will den Bounty auch gar nicht haben. Master Yi töten wäre voll Loser. For real, for real. Ich find's halt so geil. Wir will einfach outspacen. Gnadenlos. Ich bin besser als du. Gerade ganz kurz überlegt. Ah, okay, Jace ist besser. Ich sollte Alt F4 drücken. Und dann hat er gesehen. Ah, nevermind, ich habe Ocean Lake. Ich kann das Spiel noch spielen. Ach, fuck das shit. Ja, also dieses Portal gerade eben, ich sag mal so, das war es jetzt nicht. Das ist wieder eine typische Tolkien-Situation, die jetzt auftritt. Werdet ihr gleich merken. Jetzt wird der Tollkühne versuchen, sein Lead zu pushen, damit er das Game gewinnen kann. Und dabei wird er sein Lead wegwerfen. Und dann verlieren wir das Game. Aber wenn ich nicht tue, ist das Game halt auch verloren. Und dann werde ich gleich wieder sauer werden, weil ich dann auch 1v1 anfange zu verlieren, weil ich halt zu aggressiv dann spiele. Weil ich bin der Spacing King, oder was? Junge, sehr geiles Gameplay hier gerade. What? Junge, ich dachte, ich habe gerade gestern Geburtstag gehabt, aber ich fühle mich wie 17. Ich bin 26. Ist das geil. Warum muss hingerollt zum Drake, um zu sterben? Na, warte, ich kann das nicht mehr. So dumm. Wir hätten fucking Arthas killen sollen mit Rammus straight und dann Herald machen. Weil natürlich wollte ich auch Drake fighten. Wäre auch OP für Drake fight gewesen. Aber sobald der fucking Sardas Turm divet und dabei stirbt, ist halt nicht mehr fightbar. Ich bin 3 Level bei Aatrox. Genau wie letztes Game gegen Jax. Das ist actually... Das ist das gleiche wie letztes Game. Aber Gegner mal wieder Soul Point und es ist einfach sehr hart zu spielen. Ja, ist eh bad zu machen. Wir sollten vorher einen Kill suchen. Oh, fuck you, Master Jojo. Ich bin OP, bin ich. 8 Kill Loser bist du. Ich hole das nach Hause, Chat. Habt ihr Vertrauen in mich? Wenn ihr Vertrauen habt, dann schreibt jetzt Ja in den Chat. Einfach ein großes Caps Lock Ja. Das sind eine Menge Ja's in meinem Chat. Mora, Twitch Chat, Mora. Oh, Bescherung, heiliger Abend, mein Geburtstag. All das war jetzt ein paar Tage. Trotzdem hat sich das gerade besser angefühlt, noch keinerlei. What? Hab ich die Kombo gemisst? Ach du heiliger Bimbam. Bin tot, leider. Ich habe gehintet, ich bin geshutdownt worden für 1000 Gold Bounty. Und jetzt geht mein ganzes Team auch noch runterrennen. Oh nein. Well, you dead anyway, no? Und wie schlecht sind diese Gates gerade? Rammus ist noch nicht da, wir müssen kämpfen eigentlich, um Zeit zu gewinnen. Aber wir haben jetzt leider nicht die Botzeit eingenommen, sondern Midlane. Wenn ich keine Kombos treffe, haben wir, dann ist auch meine. Was ist das für eine Kombo? War auch geflasht leider. Oh, ich wurde gehittet, I repeat, I got hit. Schöne Mediform geblieben. Und jetzt die Snipen. Junge, wichtig, Mediform bleiben. Ihr kriegt 5 plus eine Milliarde Resistenz in Mediform. Und wir kriegen den ersten Drake. Can win. Ich recall TP, Topline nehme den Turm. Topline Diff ist winning us the game, honestly. Aber auch Mental Diff. Kuber hat losgelassen. Flachwasser-Pirat und Anton IRL. Ah, ich trolle, ich hab Subs vorgelesen. Oh, ich hab getrollt. Mein Bad. I didn't focus. I was distracted. My neighbor was ringing the doorbell. Was laberst du, Amin? Sollte ich mir jetzt sagen, ich hab Subs vorgelesen? Wie soll ich dann fühlen, hä? Und ich kann dir noch nicht sagen, dass ich Subs vorgelesen habe. Ich muss doch irgendwie lügen.
der Typ ist der objektivste. Er hat so losgelassen. Okay, Gott Thunder Zeus ist fast online. Ist doch so cool, dass er einfach Zeus Gesicht genannt hat, weil sein Name auf Koreanisch geschrieben so klingt, wie, also so aussieht wie Zeus. Und dann ist es noch sein Lieblingschampion Cannon und Jace. Zwei Champions mit Blitzen. Das ist so geil. Der Typ ist fucking Roleplayer, sag ich Tag 1. Das Schlimmste ist, der Mann ist erst 19. Schon Worlds Winner, Goldmedalist, Militärdienst befreit. Was ist er nicht? Erotisch. Wie eh und je, I mean. Das ist einfach, I don't know. Das ist legit so ein Macher, der Mann. Allergeilst im Game ist auf Jace zwei Kombos zu haben pro Gate und dabei Nash zu haben, weil dann kannst du den Turm belagern und einfach permanent sind die Gegner sehr stationär, weil sie halt ihren Turm verteidigen müssen, ne? Weil sie haben jetzt auch Spear of Chosen fertig. Und jetzt sind wir P. Jetzt ist Vayne an der Reue. Leider bringt das eigentlich nur was, wenn die halt wirklich stationär sind, die Feinde, ne? Und wir dann halt auf einer Stelle die ganze Zeit Shock blasten dürfen. Das 3 cm Gate, da ist er. Nicht getroffen. Kein Dash mehr. Aber ich habe Jumus Ghostlord und E-Sidestep, ich schaff das. Wow. Gott Thunder Zeus! Junge, ich mache einen Reel daraus, sende ich ihm direkt bei Instagram, da freut er sich. Chase ihn, der ist gesloped von Cyrildas. Jetzt haunt er das Arschloch und er stirbt hier. And I think that's game. Ah, wir haben actually so 1v9, das ist so geil. Mal gestorben, weil wir Zaps vorgelesen haben. Ist auch ein okay Grund zu sterben, bin ich ehrlich. Aber geiles Game. 1-12, 1 Arthrox, mit 2 Games Toplane sehr hart gedifft. Einmal mit Arthrox gegen Jax, mit Jace gegen Arthrox. 2 Empowered Shock Blast. Junge. Einen habe ich noch im Tank. Bam. Ja, sehr geiles Game. Holy moly, das war fun. Junge, die ganzen Games heute waren fun, auch wenn wir nicht eins nicht gewinnen konnten. Ja, geile Runde von mir, honestly. Wir haben sehr geschlumpft. Arthrox wurde am Ende auch so sauer, dass er einfach nicht mehr gewinnen wollte. Also, so ist es ja auch manchmal. Man muss den Gegner mental brechen. 7000 Damage. Er wurde auch einfach, man muss auch fairerweise sagen, in Landing Phase haben wir ihn halt auch wirklich dreist outspaced. Da Jace ist so ein Champion, wenn du ihn actually gut kannst, ist es einfach, ist es ein anderer Charakter.